Also die ursprüngliche Idee, als das fürs Museum ausgebaut wurde, war, einen biblischen Garten zu machen und hier Pflanzen zu zeigen, die aus der Bibel bekannt sind. Und die Mitarbeiter des Botanischen Gartens haben uns ganz schnell gesagt, das funktioniert hier nicht. Wir sind hier nicht im Nahen Osten, klimatisch geht das nicht, es sei denn, man baut ein Gewächshaus, und das war nicht geplant. Das heißt, man musste aus dieser Idee was Neues machen. Und dann ist die Idee entstanden, einen diasporischen Garten zu machen. In einem jüdischen Museum muss man nicht dazu sagen, dass es die jüdische Diaspora ist, die hier gemeint ist, aber einen Garten bzw. Pflanzen, die mit dem jüdischen Ritual verbunden sind oder die im Namen Juden zugeschrieben werden, was durchaus auch was Judenfeindliches sein kann. Es gibt Pflanzen im deutschen und im anglosächsischen Kulturbereich, die heißen Judas irgendwas oder Jude irgendwas, also das sollte ja auch gezeigt werden. Und das war die Grundidee dieses diasporischen Gartens, der davon ausgeht, dass die Transformation des Opfergottesdienstes im Tempel zu Jerusalem dazu geführt hat, dass die Feiertage sich der Früchte bedient haben, wenn es denn Feiertage waren, die mit Früchten gefeiert werden oder mit Pflanzen gefeiert werden, musste man sich regional umschauen und sozusagen Ersatzpflanzen dafür finden. Sagen wir mal den Etrog, das ist eine Zitrusfrucht, die braucht man für Sukkot, für das Laubhüttenfest, mit anderen Pflanzen, einem Palmwedeln, einem Bachweidenzweig. Und das hat man dann aus der Region geholt. Wann der Etrog, also die Zitrusfrucht, in dieses Ritual gekommen ist, wissen wir nicht. Aber mit dem Beginn dieser Transformation sind dann diese Früchte auch oft auch regional zu einer bestimmten Tradition geworden, die von Rabbinern mit Responsen abgedeckt wurden und dann sozusagen jüdisch geworden sind. Und das war die Idee, die Grundidee. Das sind zum Teil Sachen, die hier gar nicht wachsen. Aber hier haben wir unterschiedliche Themen wie Wein, Olive, also alles das, was im Judentum sozusagen zu den Feiertagen benutzt wird. Aber hier haben Sie auch die Früchte mit dem Juden im Titel, wie die Judenkirsche und die Dornkrone, der Judenneid. Also hier, wenn sich Besucher dafür interessieren, welche Pflanzen eine Bedeutung haben im jüdischen Kontext. Also der Farn ist migriert, da sind Samen migriert, der kam von woanders, hat sich irgendwo niedergelassen. Und das ist eine symbolische Übertragung, wenn man so möchte, der jüdischen Diaspora. Juden haben sich in der ganzen Welt niedergelassen und sind vor Ort in der Ausübung ihrer Traditionen mit Dingen in Berührung gekommen, die dafür geeignet sind. Also wir wissen nicht, wann zum Beispiel der Sederteller mit all den essbaren, symbolischen Produkten, wann der in dieser Form sich finalisiert hat. Aber irgendwann gibt es da bestimmte Traditionen, zum Beispiel das Bitterkraut, das an die bittere Zeit der Sklaverei erinnert. Das kann in der einen Region eine Petersilie sein, das kann in der anderen Region irgendwas anderes sein. Also der sozusagen, wenn man so will, in Anführungsstrichen, der jüdische Gehalt bleibt ausgesagt, aber die Pflanze, die man sich dazu nimmt, muss natürlich regional vorhanden sein. Und diese Mischung, das strukturelle Judentum beizubehalten und sich in der Art der Zeremonie, der Art, wie man feiert, sich dann in der Umgebung umzuschauen und das zu integrieren. Und diese Mischung, das ist das, was man ja für eine diasporische jüdische Kultur halten kann. Und wenn man das überträgt, ist eigentlich jede Kultur im Grunde genommen eine diasporische Kultur. Es gibt unterschiedliche Diaspora-Geschichten. Für uns ist natürlich die jüdische Diaspora wichtig, aber man kann jede Nationalgeschichte auch als Diaspora-Geschichte lesen. Und vielleicht ist das auch ein Anhaltspunkt für die Museumspädagogik. Der Zugang über Pflanzen ist etwas, was unerwartet und überraschend ist. Also man würde religiöse Kulturen nicht über die Fauna und Flora
interpretieren, aber das ist sozusagen ein überraschender Aspekt, ein kleiner überraschender Aspekt, der vielleicht viele Besucher interessieren könnte, die sich vielleicht für Religion gar nicht interessieren. Zum Beispiel die Arche Noah ist ja eine zweite Schöpfungsgeschichte. Paare von Mensch und Tier werden gerettet, um sozusagen eine neue, bessere Welt zu gründen. Und das kann man durchaus auch auf die Pflanzen übertragen, auch wenn in der Arche Noah von Pflanzen nicht die Rede war. Aber es gibt Pflanzen, die verschwinden aus unterschiedlichen Gründen, klimatischen und menschengemachten Gründen. Und es gibt ja auch eine Arche Noah für Pflanzensamen an mehreren Stellen in der Welt. Und diese Verbindung mit der zweiten Schöpfung, mit der zweiten Chance, wird man auch durchaus hier mit diesem Garten verbinden. Und da wird dann ein neuer Deutungszusammenhang entstehen. Und davon abgeleitet wollten wir auch zeigen, dass es nirgendwo, es sei denn auf einer Insel, wo gar keine äußeren Einflüsse wirken, dass es nirgendwo sowas gibt wie Pflanzen, die nur dem Ort zugehörig sind, sondern dass die Pflanzenwelt eine Mischung ist von hybriden Pflanzen und Einflüssen, die von außen kommen. Diaspora heißt ja Zerstreuung und die Pflanzensamen gehen durch die Luft, setzen sich irgendwo nieder, verbinden sich mit anderen Samen und bilden eine pflanzliche Kultur, eine Fauna und Flora, die aus sehr, sehr vielen Herkunftsorten, wenn man so will, zusammengesetzt ist, sodass der diasporische Garten auch eine Metapher ist für das, was uns Menschen und unsere Kultur ausmacht, nämlich, dass sie eine Summe von vielfältigen und vielen Einflüssen ist.